Ja, hallo Maria, ganz schön, dass du mir heute in Hall besuchst auf meiner Bank. Ich kenne dich von der Werbeagentur Webstyle aus Mirming und ich weiß ja, dass du dich jetzt neu spezialisiert hast auf Künstler- und Eventmanagement. Natürlich farblich total abgestimmt genau. Mit Mariva. Genau. Kannst du mir dazu ein bisschen was erzählen? Ja, zuerst mal vielen herzlichen Dank für die Einladung auf diese Bank und die anderen habe ich schon betrachtet. Mhm. Überall habe ich noch nicht Platz nehmen können. Mhm. Echt super. Zu Mariva. Mariva ist, so banal es klingt, in Leidenschaft gegossener Name, würde ich mal sagen. Ich habe in letzter Zeit einige Veranstaltungen organisieren dürfen in der Gemeinde, habe ganz viele Künstler kennengelernt durch die ganzen Jahre hindurch. Und ja, und jetzt haben wir gedacht, jetzt mache ich Nägel mit Köpfen und gründe Mariva, Künstler- und Eventagentur. Wo siehst denn du im Grunde dein kreatives Potenzial? Das ist ja, ich denke immer, das ist ja, brauche ich zwar keine kreative Fragen, aber trotzdem würde es mich jetzt interessieren. In der ob Vernetzung kreativ ist, weiß ich nicht, aber irgendwie doch. Also mein Potenzial liegt sicher in der Vernetzung. Ich bin ein, wie man so schön sagt, Tanzdampf in allen Gassen. Ich bin gerne immer und überall, aber durch das entstehen Begegnungen und Begegnungen machen Vernetzungen, also wenn man sich traut, die Menschen anzureden. Du weißt, ich bin ein extrovertierter Mensch. Und so passt das eigentlich alles irgendwie wieder zusammen. Und ich würde sagen, das ist mein kreatives Potenzial. Ja, mhm. Genau. Das heißt, du hast im Grunde genommen dein Hobby jetzt zu deinem Beruf jetzt nochmal zusätzlich in der Spezialisierung gemacht, genau. Oder? Ja, genau. Aha. Also es ist wirklich mein Hobby, ja. Mhm. Natürlich hat man viele andere Hobbys noch, aber es ist ja so, dass man sich schon auf irgendwas ein bisschen beschränken sollte oder einfokussieren. Und in dem Fall habe ich das gemacht oder mache ich das. Und ja, und für mich ist es natürlich ideal mit Webstyle, 20 Jahre Werbeagentur an der Seite, ist das natürlich eine ganz ideale Geschichte. Und das Potenzial nütze ich jetzt einfach aus. Und ich hoffe auch selber, das Potenzial weiterhin zu haben. Ja. Jetzt habe ich eine Abschlussfrage. Welche Künstler, also sage ich jetzt bildende Künstler, wie jetzt ich zum Beispiel, ist das die Ansprechperson oder ist das eher so im musikalischen Bereich? Ich würde sagen, eine Mischung. Also, der musikalische Bereich und der Theaterbereich ist meine Leidenschaft oder ist das, wo ich mich wirklich auskenne. Da geht es ja um eine ganz bestimmte Art von Musik, also Crossover, Jazz etc. Mhm. Aber die bildende Kunst, denke ich, hat unbedingt in dem Sinn Platz, in dem man das verbinden kann. Mhm. Lesungen, Bilder, vielleicht sogar Kabarett, Bilder, wie auch immer. Oder die bildende Kunst im Sinne von aktiv werden, irgendwas eben. Banken gemeinsam machen, Fächer gemeinsam machen, wie auch immer. Also das können alles Ideen sein, Ideen für Veranstaltungen. Ja. Aber du bist jetzt nicht spezialisiert jetzt auf Miming, sondern du weitest dein Gebiet an und für sich auch aus, oder? Wenn ich sage, ich würde jetzt gerne irgendwie im Unterland was machen, dann würde es für dich auch ein Thema sein, oder? Also es ist, wenn man aus dem Oberland kommt oder egal aus dem Unterland, es ist natürlich viel einfacher, wenn man in dem Kreis bleibt, weil man da einfach alles schon kennt, ja, also von der Presse zu den Locations. Aber unbedingt, und Hall ist sowieso der Wahnsinn, ich verirre mich zwar immer darin, es ist eh peinlich, aber es ist so schön. Und ja, Hall wäre ja doch ein ganz schöner Ort, das ich schon sagen, ja. Also ich glaube, es gibt Potenzial, dass wir irgendwas auf die Reihe bringen, weil wir haben jetzt 50 Bankhallen in Hall, also wirklich eine ganz tolle Idee. Vielleicht schaffen wir was gemeinsam. Ich denke auch. Also ich würde mich freuen, Maria. Super, machen wir danke was. Danke für deine Zeit und für dein Gespräch. Super. Danke für die Einladung.